Kochtipps vom Fernsehkoch seltsam kennt sie selten zieh köstlicher Rohkostsalat. Weißkohl, Rotkohl und Spitzkohl eignen sich dafür hervorragend. Um sie bekömmlicher zu machen, sollte das Gemüse jedoch 5 bis 15 Minuten mit den Händen oder der Küchenmaschine geknetet werden. Mit asiatischen Gewürzen wie Ingwer bekommen Kohlsalate frische und überraschenden Pebackofen. Wenn Sie Gemüse im Backofen garen, intensiviert sich der Geschmack und die Süße tritt deutlich hervor. Am besten geht das mit wasserarmen Gemüsesorten wie Knollen, Sellerie, Kartoffeln, Pastinaken und Petersilienwurzeln. Zum Würzen reicht es oft, das zerkleinerte Gemüse mit Olivenöl und etwas Salz und Pfeffer zu mischen und bei 200 Grad Celsius 30 bis 40 Minuten im Ofen zu backen. 3. So waschen Sie Salat und Gemüse richtig. Salate, Kräuter und Gemüse immer nur ganz kurz waschen, nie lange im Wasser liegen lassen. Und erst nach dem Säubern zerkleinern, damit möglichst viele Vitamine erhalten bleiben. 4. Bei Kräutern wichtig, importierte Kräuter wie Limettenblätter und Zitronengras immer sehr gründlich warm abwaschen. Gemüse sparsam schälen. Viele wichtige Nährstoffe sitzen direkt unter der Schale, daher Gemüse immer so dünn wie möglich schälen. Holzige Stellen jedoch großzügig wegschneiden. 7. Bratkartoffeln, auf die Sorte Ziehbratkartoffeln. Was man bei der Zubereitung beachten sollte, Zwiebeln oder Speck brennen an, wenn man sie vor den Bratkartoffeln in die Pfanne gibt. Deshalb, erst Bratkartoffeln von beiden Seiten anbrutzen, dann Zwiebeln und Speck hinzufügen. 8. Nudeln, das Geheimnis der optimalen Soße. Nach dem Kocher dürfen Nudeln niemals abgeschreckt werden, da sie sonst die Fähigkeit verlieren, die Soße aufzunehmen. Die Nudeln am besten nach dem Abgießen 1 bis 3 Minuten in der fertigen Soße köcheln, damit sie Geschmack, Aromen und Soße aufnehmen können. Ran ans Risotto. Für Risotto keinen 2 Rundkornreis, Milchreis, sondern immer einen Mittelkornreis verwenden, zum Beispiel Arborio oder Carnaroli, KZ. IO Frikadellen, besser mit dem Zwiebeltrick werden Schalotten und Knoblauchwürfel in Butter angedünstet, bevor man sie zum Fleischteig gibt, sind sie schon etwas weich und lassen sich leichter darunter kneten. Damit ist außerdem sichergestellt, dass beide Zutaten in der fertigen Frikadelle auch gar sind. 2. Der perfekte Krustenbraten. Er wird besonders saftig, wenn man ihn zuerst dämpft und dann brät. 12. Warum kurzgebratenes Rohe braucht. Kurzgebratenes Fleisch muss vor dem Servieren unbedingt einige Minuten an einem warmen Ort ruhen. Während dieser Zeit das Fleisch einmal wenden, damit sich der Bratensaft gleichmäßig verteilt. 13. So machen Sie mehr aus einem Suppenhuhn. Wer ein Suppenhuhn für eine Hühnerbrühe kocht, kann aus übrig gebliebenem Fleisch ein köstliches Sandwich bereiten, hierfür das Fleisch fein hacken und mit Mayonnaise, Limettensaft und etwas Zucker mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Brust oder Keule? Eine Frage der Zubereitung. Für gekochte oder geschmorte Geflügelgerichte sind Keulen besser geeignet als Brüste. Keulen werden nicht so schnell trocken und geben mehr Geschmack an die Soße ab. Geflügel bleibt besonders saftig, wenn man die Brüste mit Speck schützt oder unter die Haut eine leckere Füllung, z. B. mit Morcheln schiebt. Fisch muss generell sehr frisch sein. Die Frische erkennt man an klaren, leicht hervorstehenden Augen, roten Kiemen, glänzender Haut, festem Fleisch und eng anliegenden Schuppen. Frischer Fisch riecht nicht nach Fisch, sondern duftet angenehm nach Meer bzw. Quellwasser. 17. Fischstäbchen mal selber machen. Für Fischstäbchen muss der Fisch immer grätenfrei sein und ohne Haut. Bevorzugen Sie Seelachs, Seehecht oder auch Zander. Anstatt Paniermehl können Sie das aus Japan stammende Panko, erhältlich in Asialäden, benutzen. 18. Krusteküsse. Für eine krosse Kruste braten Sie Fischfilets, z. B. Lachs, auf der Hautseite und übergießen Sie sie dabei mehrmals mit heißem Bratfett. Dadurch wird die Hautseite am Pfannenboden schön kross, aber auch die Fleischseite gar durch das heiße Fett. 19. Filets, gegart besonders zart. Ein Fischfilet bleibt zart, saftig und aromatisch, wenn man es unterhalb des Siedepunkts in einem Fond, Brühe, gar ziehen lässt. Meist reichen 10 Minuten 3 Art Zeit in einem geschlossenen Topf.